So, herzlich willkommen hier hinten hinter dem großen Plakat zum Fan-Talk. Hier treffen wir uns immer nach dem Spiel und dann habe ich zwei Spieler bei mir. Heute beide zu meiner Linken, Viggo Kristjansson und Maciej Klima. Neuzugang, jetzt aber schon auch zum dritten Mal dabei, zu uns gekommen. Und ja, Viggo hat das Mikro gerade in der Hand. Schöner Heimsieg, das Publikum ist sehr glücklich, die Spieler auch, nehme ich an. Wie hast du das Spiel gesehen? War es von Anfang an klar? Na, erstmal schönen Abend und danke für die Unterstützung heute. Ja, also wir sind gut ins Spiel reingekommen und haben, glaube ich, am Anfang mit ein paar Tore geführt. Haben das dann souverän gemacht, fand ich. Es war auch gut für das Selbstvertrauen heute, souverän zu gewinnen. Von daher sind wir zufrieden. Wir haben ja eine schwierige Zeit hinter uns und jetzt schon bei dem Sieg in Wetzlar, der mit sehr viel Einsatz und Kampf verbunden war und auch sehr knapp geworden ist. Wie gut tut es da, Maciej, mal wieder mal so ein Ding jetzt einzufahren? Du warst heute auch sehr erfolgreich mit 6 Buden selber. Was macht das mit dir jetzt persönlich, so jung jetzt erst hier dabei und jetzt schon so erfolgreich in so einem wichtigen Spiel? Also von mir auch erstmal schönen Abend. Also ja, natürlich das schönes Gefühl. Also Anfang war nicht einfach für mich, für alle, glaube ich. Aber wir müssen langsam uns wieder da arbeiten, wo wir spielen wollen. Und ja, also für mich persönlich ist das natürlich alles schön. Ich bin sehr gut angekommen. Aber ja, wir müssen weiterarbeiten und hoffentlich können wir noch besser spielen. Also das ist das Ziel. Mir ist aufgefallen, ich gucke da ja immer auch besonders drauf, plötzlich im Rückraum 2 Linkshänder. Viggo, war das geplant oder ist das jetzt der Verletzung, dem Ausfall von Marko Mamić zu schulden gewesen? Ja, also wir haben das nicht abgesprochen in den letzten Tagen. Also ich glaube, es ist darauf gekommen, dass Marco sich verletzt hat. Aber 2 Linkshänder, ich finde es, also das ist normal, weißt du. Also alle sagen es normal mit 2 Rechtshänder. Genauso finde ich, mit 2 Linkshänder kann auch funktionieren. Hat ja auch gut geklappt. Du hast viele Einsatzzeiten gehabt, hast auch schöne Buden gemacht. Was mir auch noch aufgefallen ist, war es von Anfang an klar, dass dieses Mal in der Halbzeit die Außen auch mal ausgewechselt werden und Kritschi und Tim Mattes die Einsatzzeiten bekommen? Sonst war es ja häufig so, dass die Außen auch wirklich durchgespielt haben. Ja, nochmal, entscheiden wir nicht selbst. Hat der Trainer einfach entschieden während der Halbzeit. Und ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Gut, Maciej, ich habe gesagt, du bist jetzt, ich glaube, das dritte Spiel hier im grün-weißen Trikot. Sitzt das erste Mal hier bei mir beim Fan-Talk. Deshalb ist natürlich auch die Frage gestattet für alle, die hier stehen. Fühlst du dich schon gut aufgehoben? Bist du gut angekommen? Es war ja eigentlich auch wirklich eine Überraschung. Du solltest im Sommer zu uns kommen und dann hat es schon früher geklappt. Gefällt es dir? Bist du gut angekommen? Gefällt dir die Stadt? Gefallen dir die Fans? Ja, also ich muss sagen, die Fans sind super. Also die ersten Spiele, ehrlich gesagt, haben wir nicht so gut gespielt und die sind trotzdem hier. Also dafür vielen Dank. Also ja, wir brauchen euch und ja, wir machen Maximum immer, um zu gewinnen. Also ja. Heute haben wir das auf jeden Fall gesehen, dass das Maximum rausgeholt wird. Es sind einige Fans jetzt hier und das heißt ja nicht umsonst Fan-Talk. Ich gebe jetzt auch gerne das Mikrofon mal weiter. Wenn ein Fan eine Frage hat an die beiden, dafür sind sie jetzt hier. Ich immer. Gratulation an euch, an die Mannschaft. Bringt das bitte in die Kabine. Und neben dem Lächeln, wo ihr jetzt in die Kabine gehen könnt, ihr habt euren Zuschauern auf jeden Fall auch ein Lächeln auf die Lippen gezaubert und tut nachwaschen in Stuttgart. Ach, die Frage. Ja, die Frage können wir sagen. Also, Viggo, du warst schon mal in Leipzig. Dir brauchst nicht mehr das Einleben nachzusagen, aber ich glaube doch, dass du mit den Spielen jetzt auch angekommen bist in der Mannschaft?
nicht nur wegen der Torausbeute, aber an Maciej vor allem die Frage, fühlst du dich wohl, auch wenn es nur 3 Spiele waren, und wie stellst du dir die weitere Entwicklung vor? Wohlfühlen, hast du schon gesagt, die weitere Entwicklung für dich hier in Leipzig, wie du dir die vorstellst? Also ja, ich bin noch junger Spieler, also natürlich, ich bin hier, um zu lernen, also natürlich, ich will mich weiterentwickeln, aber man muss erstmal auch diese Selbstbewusst und so kriegen, also nicht so mit Angst spielen oder so, also ja, ich brauche viel, viel Spielzeit und dann denke ich, mit diesen Mitspielern kann ich mich natürlich in der Zukunft weiterentwickeln. Ich sehe, heute haben wir schon gesehen, wozu du fähig bist. Da waren wunderschöne 1-1-Situationen drin, wunderschöne Rückraumwürfe. Wir wissen, dass du dir viel Mühe gibst und ich sehe da auch eine riesen Zukunft. Bin sehr froh, dass du jetzt schon da bist und nicht erst im Sommer kommst, wo uns Lovro ausgefallen ist. Hoffe, dass Marko Mamić nicht allzu schwer verletzt ist. Sonst noch Fragen hier aus dem Fankreis? Ja. Ja. Vigo, eine Frage. Was hast du dir mit Leipzig noch vorgenommen? Wo willst du hin? Also klar haben wir viele Ziele gesprochen vor der Saison. Unser Ziel war vor der Saison Europa. Mein persönliches Ziel war hier Geschichte zu schreiben, Top 5 mit Leipzig zu erreichen. Ob das klappt diese Saison, werden wir noch schauen. Aber jetzt geht wirklich darum, nach unserer schlechten Anfangsphase jedes Spiel zu gewinnen, jetzt Punkte zu sammeln. Und jetzt geht es weiter in Stuttgart nächste Woche. Ich freue mich schon sehr auf das Spiel. Aber klar haben wir uns viel vorgenommen vor der Saison. Und Europa ist immer noch mindestens mein Ziel. Ja, das ist, glaube ich, unser aller Ziel. Wenn es diese Saison nicht klappt, okay. Jetzt ist erstmal ein toller Startschuss gesetzt in Wetzlar. Heute konntet ihr auch noch einen oben draufsetzen, neues Selbstvertrauen tanken. Es ist ein neuer Trainer da. Es weht hier ein frischer Wind in Leipzig und den nehmt ihr bitte mit nach Stuttgart. Und da soll er dann den Ball ins Tor wehen mit einem ordentlichen Orkan. Alles Gute dafür. Ich denke von allen hier nochmal einen kräftigen Applaus. Toll, dass ihr direkt nach dem Spiel hier Zeit für uns gefunden habt. Danke sehr.